Wir spielen weiter System Shock Remake und sind immer noch auf der Sicherheitsebene unterwegs. Nee, Sicherheitsebene ist unser Ziel, genau. Unsere letzte Lokalität war das Entwicklungsdeck, genau. Systementwicklung. Ja, Sicherheit und Systementwicklung. Ich verwechsel das irgendwie phonetisch immer so ein bisschen. Deswegen denke ich immer erstmal, wir sind auf der Sicherheitsebene. Witzigerweise sind wir jetzt sogar ganz woanders. Wir sind auf dem Reaktordeck. Und zwar hat uns unser letzter Erfolg in der Main Quest, in der Hauptstory, eine Nachricht beschafft von der lieben Rebecca, glaube ich. Genau. Die hat uns den Tipp gegeben, dass wir mit Hilfe von einem Systemcode von einem Mitarbeiter, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der Systemcode soll uns wohl helfen, in der Hauptstory weiterzukommen. Es gibt ja auch den Hinweis, dass wir in die Sicherheitsebene müssen, aber diese nur über einen exklusiven Zugang erreichen können. Ein sogenannter zentraler Schacht mit einer Leiter. Wir wissen nicht genau, wo wir diesen Zugang finden können. Ich habe Vermutungen angestellt im Laufe der letzten Folgen, aber handfeste Beweise haben wir tatsächlich nur einige, die in andere Richtungen führen. Also unsere nächste Spur führt uns Richtung Reaktor. Jetzt hat uns der liebe Bobby letzte Folge auch noch ein paar nette Hinweise dagelassen, die ich völlig in Ordnung finde, auch wenn sie sehr direkt ausgesprochen waren. System Shock ist ein unfassbar oldschooliges Spiel und verlangt mitunter von uns, dass wir sehr starkes Backtracking machen, um dann auf Hinweise zu treffen, auf die wir ohne Tipps vielleicht nie gekommen wären, ja? Also es gibt wohl in den Bereichen, wo wir die Prozessorknoten zerstört haben, auf jedem Stockwerk, einen Code. Ich meine, da war auch mal in der Vergangenheit was. Wir hatten uns doch mal gewundert über eine Zahl auf einem Display. Und die Zahlen müssen wir sammeln und zusammentragen. Wie soll man da ohne Hinweise aus dem Internet oder von einem geschulten Veteran dieses Spiels drauf kommen? Das ist nahezu unmöglich, aber das ist das, was ich mit Oldschool meine, ne? Als ich beim letzten Mal nach der Folge noch ein paar Vorbereitungen getroffen habe, ich habe unter anderem die Railgun besorgt. Da ist sie. Habe sie auch direkt mal in mein festes Inventar überführt. Wir haben ein bisschen Munition dafür. Wir müssten, wo steht's denn? Sechs Ersatzschuss, einer im Lauf. Genau. Die setzen wir natürlich nur gegen die richtig bösen Feinde ein, ganz klar. Meine Main Weapons werden im Moment Sturmgewehr und Magnum sein. Ich habe das Sturmgewehr getauscht gegen die Scorpion. Scorpion liegt im Lagerraum, weil wir für die fast keine Munition mehr haben. Was noch? Ich habe das Inventar ein bisschen aufgeräumt. Ja, und als ich dann. Ich habe ja letzte Folge selber schon die Vermutung angestellt, dass wir hier im Reaktorbereich weiterkommen. Und als wir hier aus dem Aufzug getreten sind, das war Offcam, hat uns noch eine Nachricht vom lieben Diego erreicht. Und die lese ich euch kurz vor. Reaktor. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir die gar nicht nachlesen können. Weil das eine Live-Übertragung war, glaube ich. Shit. Die hätte ich euch gerne gezeigt. Das war nämlich Cyber Diego, der mit uns hier gesprochen hat. Vielleicht von der Führung? Ach nee. Das ist doof. Hier, warte mal. Ein Pakt. Nee, er hat den Pakt mit Shodan geschlossen, genau. Das war das Einzige, was wir von Diego haben. Nicht rausgehen. Systementwicklung. Mal kurz hier durchgucken. Vielleicht finden wir es doch noch. Mist.
Ja, hätte ich euch gerne gezeigt. Hier war das. Hier hat uns Diego aufgehalten mit einer Sprachmeldung, Sprachnachricht. Bedeutet für mich auch, dass es hier weitergeht. Weil, warum sollte der sich sonst melden, wenn wir hier falsch sind? Wir gehen jetzt einfach mal hier lang, behalten aber im Hinterkopf, dass wir über die zentralen Prozessorknoten durchaus einen Zugriffscode bekommen können. Blind Let's Play von so einem oldschooligen Spiel ist schon nicht ohne. Aber danke an dieser Stelle an den lieben Bobby, mir einen guten Tipp gegeben zu haben. Hier ist Strahlung. Wir gehen mal rein. Genau. Hier waren wir schon. Das ist die Zugangsbrücke zum Reaktor. Rebecca hat uns ja beim letzten Mal auch eine wichtige Nachricht geschickt. Wo ist die denn? Zerstörung der Citadel. Ja, genau. Das ist unsere Hauptquest, wenn ihr so wollt. Wir müssen im Endeffekt den Code bekommen. Systemautorisierungscode vom Willard Ritchie. Ist auch komisch. Der könnte genauso Richard Willy statt Willard Ritchie heißen. Was ein dummer Name. Willard. Noch nie gehört. Und das haben wir uns jetzt zusammengepuzzelt mit Hilfe von Bobby. Der Willard hat hier seine Nachricht im Reaktor. Nee, komplett falsch. Hä? Die hat hier doch den Hinweis gegeben. Willard Ritchie. Er war in der Entwicklung beschäftigt. So. Ach so, klar. Entwicklung. Das ist immer nach den Regionen der Citadel geordnet, ne? Da findet man dann die Leute. Genau. Und hier erklärt das ja. Ebene 1 bis 6, Prozessorknoten. Wenn wir die ausschalten, gibt es einen Systemautorisierungscode. Also ein sechsstelliger Code, den wir möglicherweise jetzt hier brauchen werden, weswegen wir wahrscheinlich gleich wieder umkehren sollten. Weil es hier eh nicht weitergeht, aber ich will mir das mal angucken. Man kommt nicht mal rein. Ich nehme an, das ist der zentrale Schacht, Leute. Das ist der zentrale Schacht. Der ist im Reaktor. Ne? Wir kehren mal um. Es wird langsam gefährlich hier, trotz Strahlenschutz. Man kann im Reaktorraum tatsächlich nicht mehr machen als das. Aber gut zu wissen. Okay. Kann man hier noch was Tolles machen? Ja, genau, quetsch mich ein. Das haben wir uns auch schon mal angeguckt, ne? Okay.
Also wird es uns nicht anderes übrig bleiben, als auf jedem Stockwerk diese Prozessorknotenkammer nochmal zu finden. Das ist natürlich ein bisschen gemein, weil die ist nicht einfach zu finden, ne? Zählt die Reaktorebene dazu? Ich glaube nicht. Medizin bis Führungsdeck sind die Ebenen. Reaktor ist ein eigenes Ding. Guck mal, hier vorne war auch noch was Verstrahltes, wo wir noch nicht drin waren. Haben wir hier schon alles eingesammelt? Das sind nur Shotgun-Patronen, ja. Okay. Ich benutze die Shotgun halt gar nicht mehr. Züge umstellen. Shards, Martin. I need to reschedule. The reactor is spitting out radiation spikes. Some as high as 8 reps. So, no day tonight, continue. Run the night out for the CPU notes for me. I'll bring the wine next time. Thanks. Es kann sein, dass wir jetzt hier noch stärkere Strahlung verursacht haben. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Ich habe jetzt halt einfach den Hebel gezogen, so wie ich es immer mache. Aber die Strahlenspitzen sind jetzt hier nicht schlimmer. Der Schutz hält. Schützt uns weiterhin. Nun. Wir gehen mal auf die OP-Station. Das Einzige, was mich jetzt doch ein bisschen ärgert, dass ich die eine Batterie verblasen habe. Ich hatte ursprünglich vor... Nee, Strahlung ist nicht stärker. Okay. Ich hatte ursprünglich vor, mir erst nochmal eine Aufladung zu holen. Das habe ich leider verbasselt. Wie kommen wir denn zur Station hier lang, ne? Hier ist Medical. Wir fangen wieder bei 1 an. Wir gehen jetzt auf die Medizinebene und suchen nach dem Serverraum. Fieses Backtracking, ja, da hast du schon recht, Bobby. Das ist nicht ohne. Wir haben nur noch eine Batterie. Das ist ärgerlich. Lass mal den Schild aus. Die eine Aufladung da oben können wir uns holen. Dann auf in den Abzug. Naja, die ist hier. Mitten auf dem Gang. Das ärgert mich. Die Batterie war so wertvoll. Auch unnötig. Ich hätte mir den Schaden ja heilen können. Übers OP-Bett haben wir ja eh gemacht. Mist, 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 Mist. Wo ist denn der Aufzug? Da unten. Okay. Also wir haben einen Plan, aber das kann einige Folgen dauern, bis wir das alles abgeklappert haben. Zumal ich fast schon ein bisschen damit rechne, auf großen Feindkontakt zu stoßen in den ganzen Bereichen. Von der Forschung aus geht's zur Medizin. Wir können natürlich auch
erstmal die Forschung machen. So, zentraler Knotenpunkt. Beta-Quadrant. Ja, waren die Server im Beta-Quadrant? Boah, das wird schwer, das zu finden. Ich mache mir mal ein paar Markierungen. Wir klappern eins nach dem anderen ab. Das hier müsste das... Ist es das Kino? Nee. Puh. Das war immer ein gesonderter, gesicherter Bereich, ne? Was ist eigentlich hier? Gamma-Quadrant mit verstrahltem Bereich. Das könnte auch hier sein. Robot Maintenance. Ich meine die... Ah, Computerraum. Hier. Ja, freilich. Hier waren die Server. Was ist eigentlich da unten? Eine Sparkbeam. Eine zerstörte Sparkbeam. Ich will mal wieder ein bisschen Schrott einsammeln. Ist ein bisschen was wert. Die ist 3 Credits wert. Die machen wir kaputt. Hier ist der Code. Das ist Level 2. Warte mal. Ich schreibe mal. Schöne kaputte Sparkbeams. Wo ist denn der Recycler? Direkt ums Eck. Das ist ja super praktisch. Das ist ja schnell verdientes Geld, Leute. Die liegen genau um die Ecke. Hier ist noch einer. Ja. Ah ne, die ist funktionsfähig. Egal. Egal. Nein. So geht es nicht. Nein, 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 nein. So. So. Dankeschön. Nochmal. Ja, ich habe jetzt nicht so viel Platz im Inventar und muss dreimal hin und her laufen dafür. Aber ey, es sind... Oh nein. Ja, es sind 9 Credits. Das ist... mega viel Geld. Muss man machen. Zack. Wir können auch den anderen erst noch holen. Wir haben eine Hauptmission und alles, woran ich denke, ist Credits sammeln. Naja, es gehört halt dazu. Geil. So schnell habe ich noch nie knapp 10 Credits verdient, Leute. Sau gut. Gibt es noch eine? Die funktioniert, wie gesagt, noch. Guck mal, wir probieren mal was. Kann man die nicht da reinlegen? Nee. Oh. Wie gemein. Kann ich die kaputt machen? Habe ich schon mal überlegt, ne? Man kann die Waffen nicht kaputt machen. Die Waffen gehen kaputt, wenn du den Feind völlig vernichtest mit einer Sprengung oder so. Den Feind, der die Waffe trägt. Dann geht die Waffe kaputt. Ich dachte, hier liegt noch eine vierte. Da sind nur noch 2. Geld, 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 Geld. Warum sagt ihr denn nichts? Dass ich hier so einfach etliche Credits verdienen kann. War kein Vorwurf, war nur Spaß. Alles gut. Ich habe ja selber auch erst spät erkannt, wie leicht man Geld verdienen kann. So.
15 Credits, Leute. Da kann man sich schon wieder fast eine Mod kaufen. Wer weiß, was es auf der Sicherheitsebene für eine geile Mod gibt. Okay. Speichern. Ja, so rumgetüftelt gehört auch mal dazu. Bei System Shock. Hier sind wir fertig. Wir gehen auf die Medizinebene. Das ist nicht der Aufzug, den wir suchen. Nein. Da oben links. Was war eigentlich? Hier. Mini-Pistol. Ja. Nein. Gut. Nicht zu sehr jetzt den Weg aus dem Blick verlieren. Wir wollen weiterkommen. Schadet nicht. Wir brauchen auch mal ein bisschen Heilung. So viel Heilung haben, wie es nur geht, Leute. Ja. Guck mal. Ey, auch dafür war das Geld gut ausgegeben. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Alles ausgegeben. Aber sobald wir so eine Schrottwaffe finden, sofort in den Recycler damit. Guck mal, wie der hier liegt. Sieht sehr bequem aus. Was ist das? Nix. Fressautomat? Lohnt sich nicht. Okay. Habt ihr Waffen dabei? Wie der da liegt. Aufzug. Nein, der ist auf der anderen Seite. Hier waren wir so lange nicht mehr. So, ah ja. Es gibt auch immer mal wieder zerstörte Sturmgewehre und so ein Kram. Aber da wir tendenziell ein volles Inventar haben, haben wir nie genug Platz für so ein Sturmgewehr. Die Sparkbeams waren jetzt echt gutes Geld. Level 1, Medizinebene. Die Räumlichkeiten sind ja beschriftet. Wo sowas Spannendes drin ist. Wie zum Beispiel die Serverknoten. Die Sparkbeam. Recycler ist direkt voraus. Machen wir. Ich habe es ja bereits erwähnt. Warte mal. Ist der da unten? Da. Ja, super gut. Könnten die Prozessorknoten sein. Wenn man mal bedenkt, wie wir am Anfang des Spiels hier
ums Überleben gekämpft haben. Und was dann die Medi-Ebene im Nachhinein für eine Billo-Ebene eigentlich ist im Vergleich zu den ganzen anderen Leveln. Das ist schon krass. Da ist noch eine Spark. Das hier ist so ein Ding, was man verwenden würde, um Prozessorknoten zu schützen, meiner Meinung nach. Kann auch hier sein, ne? Lass uns da mal hingehen. Man hätte gleich diese Codes aufschreiben sollen. Unser Rohr. Wir haben ja angefangen. Sparkbeam. Augen offen halten. Insert Crap. Zack. 6 Credits. Credits. Drei Credits wert. Was? Das ist ein bisschen irre, ich weiß, wir haben was anderes vor, aber mich lockt der Credit. Ich kann nichts dafür. 9 Credits. Das ist wie eine Goldsuche, Leute. Das macht ein bisschen süchtig. Storage. Ne, da wollen wir nicht hin. Sind das Socken? Das sind Socken. Da liegen einfach Socken rum. Du hast was im Kreuz. So, das war der Anfang. Der ist falsch. So, hier ist der Bereich, den ich checken wollte. Cargo Lift. Noch ein Tablet, was 3 Credits wert ist. Nein, ich mach's jetzt nicht, weil ich mich gut beherrschen muss. Ah, okay. Ah, hier ist der Serverraum nicht. Hier ist dieser große Bereich, den ich gemeint habe.
Ja. Ja. Okay. Dem tun wir nichts. Der ist lieb. Sparkbeam? Sparkbeam. Ja, ja. Er kann es nicht lassen, ne? Okay, wir schreiben auf. 3. 3. Bleiben noch 4. Macht doch auch Spaß irgendwie. Locker fröhliche Erkundungsfolge. Kann ich hier hochfliegen? Ja. So. Der sieht aus, als ob er noch lebt. Wir gehen zurück. Sparkbeam. Warum kann der die nicht stapeln? Nicht stapeln. Manno. Was ist denn hier? Snack. What can Snacktron provide for you today? Ja, ja. Wir können uns noch 2 Credits mehr holen. Hier liegen überall Sparkbeams. Ey. Ihr wisst Bescheid. Ich brauch's. Ich brauche das. I need this. Nee, das ist falsch. Warte. Doch. Dezent falsch gelaufen. hier, genau, runter jumpen. Er könnte es ja auch markieren, aber. Nee. Das wäre zu einfach. Ihr fragt euch jetzt sicher, ja, aber warum zur Hölle legt er nicht was ab, dass er jetzt beide Sparkbeams auf einmal tragen kann? Nun, da habe ich keine Lust zu. Warte, hier lang. Ich möchte diesen Weg noch 2-mal laufen. Geht doch schnell. Guck mal, wir haben gerade mal... Oh, halbe Stunde schon. Ja, komm, wir haben 2 Teile des Codes schon gefunden. Das war falsch. Wir sind doch gut, Leute. Wir sind doch flott unterwegs. Da liegt noch eine. Hä? Wo kommen die denn jetzt alle her? Da. Das gibt's ja gar nicht. Ich werde jetzt hier beschenkt mit Sparkbeams. Das ist unfassbar. Der eine von der Müllabfuhr Trophy freigeschaltet. Ja, weil ich so ein tüchtiger Müllsammler bin. Gib. Ey, das ist so krass. Das ist auch voll die weirde Situation. Aber so leicht verdientes Geld kann ich nicht ignorieren. Komplett ohne irgendwie Schrott zu sammeln, einfach den Kram direkt verwerten. Das ist so cool. So, mal gucken, ob ich den Weg jetzt finde, ohne dumm auf die Karte zu glotzen. Ja. So, das ist der letzte jetzt. Versprochen.
Ich ignoriere auch alle weiteren Sparkbeams, die auf dem Boden liegen. So. Mittlerweile kennen wir die Medic-Ebene auch auswendig. Gut. Jetzt ist mein geldgieriges Herz beruhigt. 21 Credits. Mit 5 Minuten Laufarbeit. Hammer. Hammer. Fast schon wieder ready für ein... Warte mal, Schrott. Fast schon wieder ready für ein weiteres Upgrade, für ein weiteres Mod. Das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen. Saugeil. Wartet mal ganz kurz. Ach ja, das war der DHL-Mann und bringt das DHL-Paket heran. So, genau, wo waren wir? Credits, leicht verdiente Credits. 23. Fehlen nicht mehr viele und man kann sich sofort ein neues Upgrade kaufen. Sollte ein interessantes in Griffweite geraten. Alles klar, Aufzug. Die nächste Ebene ist Forschung. Research. Ne, Forschung waren wir schon. Was ist denn die nächste? Forschung waren wir schon. Wartung. Maintenance. Okay. Bisschen Staub auf dem Mikro. So ist besser. Da hört man mich besser. Passt alles so vom Licht? Ja. Der Prozessorknoten. Ist der vielleicht schon hier direkt ums Eck? In der Repair Bay? Ja. Das ist eindeutig eine 9, ne? Gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei jedem Spieldurchlauf ein anderer Code ist. Dass man den nicht googeln kann. Muss ich da irgendwas machen? Muss ich hier noch irgendwas drücken? Nee, ne? Rührt sich nicht, erfordert nichts, erfordert einen Schalter, bla bla bla. Ich hoffe, man muss hier nichts machen irgendwie, irgendwo, irgendwann. Weil sonst müssen wir nur mal überall rumlaufen, zurücklaufen. Lalalala. Und das wäre mehr als ärgerlich.
Ebene 4. Lager. Ja. Ich bin der Meinung, dieser Schild schützt auch vor Blitzen. Ah, nicht so richtig. Hat mir 4 Schaden gemacht. Alles klar, ich nehme alles zurück. Er hat ihn gar nicht aktiviert. Hä? Egal. Maximal verwirrt. Ich verraffe jedes Mal den Weg ins Lagerzentrum. Falsch. Da will ich doch hin. Nicht dahin. Hier müssen wir rein. Das Ding hier. So. Storage. Okay. Hier sind wir doch schon. Das ist die 8. Das ist eine komische 8, ne? 3198. Geht jetzt doch schnell. Vielleicht schaffen wir es, die kompletten Zahlen einzusammeln, bevor die Folge zu Ende ist. Schädel. Da. Die Tür ist so unscheinbar. Man rafft manchmal nicht, dass das die wichtige Tür ist. Ja, Flugdeck, oder? Genau. Und dann Führungsebene und dann haben wir's. Dann zum Reaktor und gucken, was wir damit machen können. Ich habe jetzt auch kein Code-Eingabefeld gesehen in dem verstrahlten Bereich. Beunruhigt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich will nicht, dass da unten Strahlung herrscht. Okay. Da im Norden sieht nicht schlecht aus. Das könnte aber auch einfach nur ein Hangar sein. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Munitionsdepot, ne? Ich schau mal eben, ob sich das lohnt. Nicht unbedingt schlecht hier. Ja.
Nee, brauchen wir nicht. Ich will jetzt auch erstmal keinen Schrott sammeln. Ja, wo wir es gerade vom Thema haben. Das ist ein cooler Raum hier. Das ist auch Flechette-Munition. Nee, Sturmgewehr. Aber teuer. Wir haben erstmal genug Sturmgewehr-Munition. Eine große Kiste Teflon. Splitties und eine Mine. Ja. Die lassen wir erstmal hier liegen. Wir lassen auch die Markierung. So. Was war denn mit dem Cyberspace-Zugriff hier? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es ein Hangar ist. Es sind irgendwo noch Roboter unterwegs. Das sind die Fluchtkapseln hier. Server könnten hier sein. Oder hier. Auf jeden Fall südlich. Also weg hier. Ein paar Minuten haben wir noch. Sollen wir mal da runter gehen? Nein. Nein. Shit. Tick zu spät den Knopf gedrückt zum Schweben. Naja, hier ist jetzt mit wenig Widerstand zu rechnen. Deswegen heile ich mich erstmal nicht. Ja, das war leider ein Reinfall, hier lang zu laufen. Das hat nichts gebracht. Mann. Es ist nicht so einfach, hier runterzukommen. Erstmal hier raus. Oder? Eigentlich erstmal hier runter. Habe ich gedacht. Dann? Hier lang? Jetzt sind wir wieder hier. Hier führt ja auch kein Weg weg aus dem Bereich. Nee, das ist Quatsch. Oder? Diese Tür ist da oben. Naja. Ich muss irgendwie da hoch.
Mann, ey, das ist so nervig. Ja, jetzt sind wir doch oben. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich war doch schon oben. Ist das ein kaputtes Gewehr? Ja. Da. Voll ins Mikro gestoßen mit dem Kinn. 5. Gut. Alles klar, Freunde. Aufzug. Führungsebene. Ja. Ja, wir haben doch gute Fortschritte gemacht hier. Ja, ein OP-Bett wäre mal nicht schlecht. Wobei, im Endeffekt werden wir nur bei einer Resurrection Bay wiederbelebt. Was dann auch kein Beinbruch ist. Waren die Server hier bei Diegos Büro? Ich habe auch nicht gecheckt, was man mit diesem Kino anstellen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier lagen... Oh, Heilung. Ja, dann gönnen wir uns doch auch mal eine. Die nimmt nämlich auch mehr Platz weg, wenn wir die behalten. Den Schild können wir ausmachen. Ich glaube, das war hauptsächlich dafür da, um hier ein paar reiche Schnösel, um ihr Geld zu erleichtern. Und die Credits, die sie in den Taschen tragen. Mehr war das nicht. Einfach ein Treffpunkt für Führungspersonal, etc. Aber kein Zugriff... Hier ist eine Tür. Hm. Kein Zugriff auf Server. Alles klar, wo noch? Wofür ist denn dieser Aufzug? Haben wir schon gemacht, glaube ich, ne? Wird ja leider nicht gekennzeichnet. Ach, das ist Grove. Ja, ja, okay. Kann auch in dem Wartungstunnel da unten sein.
Wir gehen mal von Diegos Büro aus dorthin. Da sind wir ein Tick schneller. Von hier aus auch nicht, ne? Tja, da werde ich mich mal schlau machen müssen, wo die Knoten auf der Führungsebene sind. Und dann machen wir die beim nächsten Mal und schauen uns daraufhin dann den Reaktorbereich an. Versuchen dort die Story voranzutreiben. Ich nehme mal an, wir werden dann beim nächsten Mal den zentralen Schacht finden, mit dem wir auf die Sicherheitsebene kommen. Hier unten sind die Server. Ja. Tada. Numero due. Gut. Wisst ihr? Noch während der Abmod das Rätsel gelöst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's in die Reaktorebene. Und dann auf Sicherheitslevel. Bis dann. Haut rein.